Ein Kunde ruft für ein Beratungsgespräch bei einem Elektrobetrieb an. Er hat bei diesem Betrieb zuvor einen E-Check durchführen lassen und möchte sich über die Möglichkeiten der Mängelbeseitigung informieren. In diesem Fall sollen die Betriebsgeräte Geschirrspüler und Waschmaschine einzeln abgesichert werden. Hierzu müssen neue Sicherungen in die Sicherungsverteilung integriert werden. Da in der vorhandenen Sicherungsverteilung kein Platz für weitere Sicherungen ist, muss diese erneuert werden. Es ist immer wichtig, dem Kunden zu begründen, warum einzelne Neuinstallationen und Modernisierungsmaßnahmen empfohlen werden. Der Meister beschreibt dem Kunden weiter, was aus Sicherheits- und Verordnungsgründen während des E-Checks gemacht wurde. Während der vorgeschriebenen Prüfung wurden defekte Steckdosen entdeckt. Diese wurden aus Sicherheitsgründen sofort ersetzt. Der Meister erklärt dem Kunden die einzelnen Positionen im Angebot. Der Kunde bekommt so eine bessere Vorstellung und ist jetzt mit dem Angebot einverstanden. Der Meister schaut in seinen Personalplan und vereinbart mit dem Kunden einen Termin zur Modernisierung. Er berücksichtigt dafür auch die Zeit, die er gegebenenfalls für die Materialanlieferung benötigt.